Herzlich willkommen zu einem neuen Fast Berlin Videoblog, diesmal nach einem 9:6 Sieg der Akademiker gegen Tornado Niesky. Neben mir steht zweifachen Torschütze Marcel Thome. Marcel, komisches Spiel heute, 9:1 in Führung und dann ließ im letzten Drittel eine Achterbahnfahrt, könnte man sagen. Wie hast du selbst dieses Spiel gesehen? Also auf jeden Fall, die ersten 40 Minuten fand ich richtig stark von uns. Wir haben das umgesetzt, was Chris uns gesagt hat. Aber dann sind wir einfach im letzten Drittel zu leichtsinnig geworden, haben auch keine Chance mehr selber produziert. Und das war der Fehler. Und hinten waren wir auch nicht sicher. Wie war die Stimmung denn auf der Bank während die ersten zwei Drillen? War es eher berauschend, euphorisch? Denn man hat diesen Eindruck gehabt, dass es einfach ein Einbahnstraße-Hockey war in den ersten 40 Minuten. Es war eigentlich am Anfang wie auf dem Laufband. Die Tore sind gefallen, wir waren zufrieden mit uns dann. Und naja, eigentlich sind wir eigentlich alle zufrieden bis auf das letzte Drittel. Was ist denn da passiert? Wie kann man das erklären? Oder besser gesagt, wie kann man das abstellen, dass man diese Konzentrationsschwäche ab und zu mal hat? Also ich denke, das kann man ganz schnell abstellen, vor allem nach so einem Spiel. Man schießt ja schon 9 Tore, also man weiß, was man kann. Man weiß, dass man die ersten 40 Minuten in der Defensive stark ist. Und das müssen wir 60 Minuten lang umsetzen. Springer, ganz kurz über deine Leistung. 2 Tore heute. Ich glaube, du hast deine Toreanzahl verdoppelt. Wenn ich richtig liege, herzlichen Glückwunsch dazu. Was mein Gefühl war es für dich, endlich mal in Schwarze treffen zu können? Na, das war auf jeden Fall wichtig für mein Selbstvertrauen und für die Mannschaft natürlich auch, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann. Und ja, habe mich richtig gefreut darüber. Okay, lassen wir den letzten Drittel weg. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Zumindest für 24 Stunden ist Fast Berlin Tabellenführer der Oberliga Ost. Herzlichen Glückwunsch dazu für die Mannschaft und natürlich auch an deine Wenigkeit, Marcel Thome. Dankeschön, liebe Zuschauer.